Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 13 mit dem lieben Randy. Hallo Tina. Und auf der Erlenberg-Map. Genau. Jetzt muss ich trotzdem wieder rüberfahren, den anderen Dünger holen. Nein, da stehen doch zwei. Mach doch mal den Klüsen auf. Also haben wir drei Dünger. Ja klar haben wir drei Dünger. Weil den ich da drüben ignoriert habe. Da gehört der Großen, oder den ganzen nicht verwenden. Opa, nochmal? Ja. Das ist doof. Haben die sich pissig hier oder was? Nee, pissig nicht. Aber das ist so altmodische Technik. Da musst du noch mitnehmen. Das heißt pissig, nicht bissig. Ich weiß, dass Sachsen gesagt, können keine harten Buchstaben, aber... Da fährt so jedes Mal die ganze Runde. Nein, ich bin hier durchs Lager gefahren. Oder was das auch immer ist. Das ist ein Lager, ja. Und einpacken. So. Offen. Und so. Aber Freunde, es ist auch schon wieder Dienstag. Also eigentlich dürften jetzt bis auf Bayern überall wieder Schule sein, ne? Ja. Und wir haben ja heute auch in... Was haben wir? Ach, wir haben heute sogar schon den 2. September. Oh, es gab wieder Geld. Ja, gab es schon vor 2-3 Tagen, glaube ich. Oder gestern, je nachdem. Bei mir, glaube ich, Freitag. Ja. Es gibt ja auch noch welche, die zahlen am 15. Ja, Mitte des Monats, logisch, ja. So logisch ist das gar nicht, das ist Leberblitz bei uns noch so. Weiß ich nicht. Hatte Klicki nämlich mal, der kriegt nämlich schon am 15. Der meinte, das wäre jetzt so bei den neuen Bundesländern, wäre das noch so typisch, im alten Bundesländern eher weniger. Es gibt auch welche, die kriegen ihr Geld im Voraus, nicht im Nachhinein. Ja. Es gibt ja welche, die werden nach Arbeit bezahlt und die anderen nicht. Das gibt's auch. Zahlen nach Leistung. Machen zum Beispiel die Politiker, die kriegen nach Leistung kriegen die gezahlt. Die kriegen ja Diäten. Ja, ja. Also für manche wäre wirklich eine richtige Diät angebracht, aber ich will grad die sagen. Bezahlung, die Alimentierung nennt sich ja Diät. Ja. Die dürfen sich selber bestimmen. Naja, nee, aber ja, aber sie werden trotzdem regelmäßig erhöht. Naja, so ja, die bestimmen ja selber über die Erhöhung. Das würde ich auch gerne machen, ne? Das würdest du auch gerne haben, weil wenn du über dein Gehalt bestimmen könntest, wie viel du mehr kriegen würdest. Ich krieg regelmäßig mehr. Ja. Mehr aufs Korn? Nö, wir haben eine regelmäßige Lohnerhöhung bei uns. War das nicht alle 2 Jahre? Alle 2 Jahre, ja, ungefähr. Ja, ja. Aber... Bleiben für den Mann. Ich sage immer, um die Inflationsrate auszugleichen. Ja, so kann man alles positiv um wenigstens schreiben. Den Kaufwert zu erhalten. Oh, der ist aber breit. Vor allen Dingen, warum fährst du am Rand, du Trottel? Ja, mach ich immer so. Oh Effektivität Gott, ja. Ausnutzen. Nee, also am Rand, das ist schon so, wie es ist. Verstehst du? Also ja, ja, die rechte Seite ist kaputt, ich verstehe. Ja, ja. Nein, die rechte Seite ist genauso angelockt, wie sie angelockt sein sollte. Was? Dass nichts verschwendet wird. Ich bin rechts am Rand gefahren, es hat halt größtenteils nach links, weil rechts, da war schon das Limit da, deswegen fahre ich rechts, habe ich rechts am Rand gefahren. Ach, sei mal ruhig jetzt, das versteht eh keiner, was du gerade erzählst. Stimmt, So. Streitet euch nicht so, sonst seid ihr bei der nächsten Gamescon doch noch verstritten. Ja. Ist ja erst in einem Jahr. Da kenne ich den Spacko eh nicht mehr. Da bist du dann im YouTube-Himmel oder was? Na klar, da habe ich 8.500 Abonnenten. Bei 10.000 kenne ich... Also 10.000 Abonnenten wären ja theoretisch im Oktober möglich bei mir, wenn es so weitergeht. Aber da, also bei 10.000 Abonnenten mache ich mit Randy Schluss. Also da hat er mich genug, dein Biss, ne? Ja, da hat er mich genug gepusht, da brauche ich nicht mehr. Geht's danach geht's von alleine. Ja. Aber wirst du aber sehen, wie deine Zahlen einbrechen werden, mein Freund. Genau. Oh, das Wasser sieht ja nice aus. Das sieht ja richtig cool aus. Huch. Aua, was soll denn das? Ey, wieso rannst du mich ran? Ich fahre ja schon 50. Weil ich 60 fahre. Du bist ja ein ganz cooler Junge, ne? So, und jetzt haben wir das fertig, jetzt können wir dreschen. Jetzt können wir in der Theorie dreschen, ja. Oder wäre es sinnvoll... Weil wir uns gehören erstmal nur die ersten 2 Felder. Na, oder wäre es sinnvoll, das wachsen zu lassen? Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Nee, weil dann wird es verrotten. Ach, das andere verrottet dann, na okay. Dashblade. Ach, da hinten. Genau, hol dir mal einen Hänger.
Aber nicht den aus deiner Hose. Das ist zu klein. Genau, was hast du denn heute gefrühstückt? Ein Clown? Ich hatte heute ein sehr leckeres Frühstück. Ich habe nämlich heute auf Arbeit einen ausgegeben. Wegen Geburtstag. Was? Ja. Bei uns macht man das so. Also Frühstück ausgegeben. Ja, ab der Buttersemmel gerade ist, danke. Nein, es gab belegte Brötchen. Okay. Ja. Belegte Brötchen für alle und so weiter. Handmade natürlich, ne? Also selber gemacht und so Baguettes und naja, und da haben sich alle gefreut heute und da habe ich heute einen ausgegeben, deswegen war mein Frühstück sehr gut. Dazu gab es ein Frühstücksei. Und ja. Wie jeden Tag eben. Deswegen hatte ich schon erwähnt, da war mein Frühstück sehr gut. Oh ja, viel Spaß. So. Und alle haben mich jetzt lieb, weißt du? Ich habe ja auch was geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag, muss ich ja dazu sagen. Auch noch. Von der Arbeit. Hm. Ein bestimmtes Brotmesser. Nein, ich habe eine Tasse bekommen. Echte Papas brauchen keinen Schlaf. Ja, aber Orientierung, dass sie aus der Halle rausfahren können. Und dann habe ich noch was gekriegt, und zwar die Baby-Betriebsanleitung. Ah ja. Im Buch. Aber richtig cool gemacht, so auf lustig geschrieben und so. Ist echt nice. So, geh mal weg jetzt hier, Junge. Deine Karre fährt nur 20 km/h. Du hast keinen Hänger dran. Nö, weil der steht schon vor Ort. Du dich ausgehst, schön Bier falsch gefahren ist. Man muss auch mal hier die Map ein bisschen erkunden, Freunde. Genau. Stroh gibt's nämlich hier. Wer wusste das von euch? Keiner. Jetzt wissen wir das. So. Da müssen wir raus, ja? Okay. Oh, die ganzen Anzeigen hier sieht voll cool aus. Dieses PDA hier an der Seite. Total nice. So wird der Drescher langsamer, wenn ich lenk. Ist ja kein Behindertenfahrstuhl. Da wird nämlich auch eine Kurve langsamer. Du musst es ja wissen. Ich weiß es auch, weil mein Kumpel einen hat. Ja. Allerdings. Wo machst denn der hin, Alter? Allerdings nur. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo machst denn du hin? Ach so, ich wollte runter zu Feld 3, verdammte Axt. Weil du mich schon mal ablenkst mit deinem blöden Gesappel. Nee. Ich hab's gesagt, der Junge wird 30 und dann geht nicht mehr. Ja, klar. Aber was immer geht, ist, ne, weißt schon, der Pullermann. Sagt meine Mutter immer, so älter die Böcke werden, desto mehr Distanz. Ja, ist ja logisch. Deswegen wollte ich auch unbedingt ein Mädchen. Dass sie dann ihre geilen Freundinnen mitbringen. Na Junge, ey, wenn die 16 ist oder 17 oder 18, was weiß ich, feiern wir Pyjama-Party bei uns zu Hause. Und da ist der Papa mit am Start. Kannst aber sowas von wissen, ey. Seid schlechter. Warum? Dann geh ich nochmal 3 Jahre in die Fitte oder 2 Jahre in die Fitte, sehe ich schon mal aus wie Adonis und dann. Wie Adonis persönlich, ja. Klar. Was soll ich denn hier dieses Arschloch-Schneidwerk dranhängen? Das ist doch zum Kotzen. Ist das ein Schneidwerkswagen, der jetzt auch noch im Weg steht? Warum fährst du eigentlich mit diesem scheiß Schneidwerkswagen hinterher? Wollte ich ja, deswegen, was denkst du, warum ich schon mal zurückgekommen bin, aber. Pff, warum benutzen sie nicht ihren Mund zum Sprechen? Jo. Herr Let's Player Sachsen. Hast du eigentlich schon mal deine Buchstaben vertauscht in deinem YouTube-Synonym, was du da benutzt? Nee, hab ich noch nicht. Paxensetzlayer. Nee, ah, Paxensetzlay. Sag ich mal aus hier, Alter. Da. Nein, das geht nicht, es hängt. Ja, es hängt. Ja, hängt so klein. Geht auch. Kannst du jetzt mal das Scheiß aus da wegfahren, bitte? Diesen Arschlochskern da. Ah ne, warte mal, ich glaube, ich kann hier auch auf die. Oder? Oh, das wird eng. Das wird eng. Oh, da vorne wird es noch enger. Oh, keine Kollision. Das ist gut.
Und wir benutzen das Schneidwerk jetzt. Es geht nicht. Warum nicht? Pipeline. Schäfer aktiv? Was ist das Schäfer aktiv? Bird. Ach, das müssen wir erst nach vorne fahren oder was? Wie wär's, wenn du erstmal die andere Maschine zum Arbeitsmodus aktivierst? Wäre das eine Möglichkeit? Arbeitsmodus der Maschine aktivieren. Steht ja nicht dort. Ey, wer Schwachsinn, schalt auf die Maschine, drück X. Hab ich? Anscheinend ja nicht. Jetzt habe ich auf die Maschine geschaltet. Jetzt geht's auch. Es geht! Doch geht! Glückwunsch, na dann. Ah, Blinker. Was haben wir denn noch IC-technisch? Aber jetzt ist hinten vorne Blinker, okay. Sonst gibt's nichts weiter? Ist ja billig. Ja, du bist ja schon mit der Technik überfordert, ja. Das Lenkrad würde ich an dich ranziehen lassen. So. Dann kann's losgehen. So, ich habe alles eingestellt, Onkel Randy. Kann losgehen. Ich fahre! Vorsicht! Pass auf, dass du so runterfällst. Bin beeindruckt. Oh, nice. Geht gut. Schneidet, ist scharf. Oh. Nicht so schnell. Bin nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, den Hänger kannst du da drüben stehen lassen. Ja, besonders groß sind die Felder nicht. Anhänger. Nee, du, da kriegt man nicht viel raus. Das Feld ist auch nicht gedüngt. Könntest jetzt mal das andere Feld noch düngen. Dann kriegt man wenigstens ein bisschen mehr Geld. Haben wir ja nicht so viel. Weil also das ist nämlich Raps. Ah ja. Oh, die Ecken schnappe ich mir nachher noch. Nichts verschwendet wird hier. Das ist, sieht nicht aus wie ein Dünger. Nö, nee, ist es ja gerne. Ehrlich? Ehrlich. So. Da-dun. Hart rechts. Du als alter Schiffsfahrer musst. Was ist rechts beim Schiff? Es gibt noch Steuerbord, Backbord. Ja, ist rechts und links, ist klar. Was ist rechts? Backbord, oder? Man halt nicht. Steuerrechtsbord. Ganz einfach kann man sich das merken. Backbord kann man sich auch ganz einfach merken. Weißt du auch wie? Ja. Man merkt sich einfach Steuerbord. Oh ja. Da hat der verdammte Clown gefrühstückt. Wieso? Ist doch vollkommen. Ist doch. Was war jetzt nicht. Was war jetzt erstens lustig und zweitens unlogisch? Ja, lustig war daran gerade gar nichts. Deswegen sage ich dir gerade. Naja, warum sagt. Warum. Dann verstehe ich die Aussage mit dem Clown nicht. Hör doch einfach mal selber den Part an, wie ist das? Steuerbord. Es gibt noch Bug und Heck. Ja, aber das Bug weiß, und Heck gibt's auch. Das noch. Weiß der bestimmt noch. Was das, oder das weiß ja bestimmt, was es ist. Ich frage mich überhaupt, wie du auf die Idee kommst, dass ich Schifffahrer bin. Also. Na, du hast ja Schiffssimulator gespielt. Bin ein Seenotretter. Ich hab gehört, du bist der krasse Simulator-Let's Player. Was bist du? Ich bin der Tino. Ah, das ist Glückwunsch. Zu Gast beim Simulator-Let's Player heute. Bin übrigens dein größter Fan. Kriegst ein Autogramm. Auf der Arschbacke. Kann Jean kriegen. Ha! Hättest du gerne, Junge.
Ja. Ganze Monate nicht schlafen. Auf jeden Fall. So, I'm very excited, denn ich bin fertig mit diesem Feld. Und da drüben, das ist nicht gedüngt. Und wir haben unglaublich 1500 aus dem einen Feld gekriegt. Ja, Oma wäre stolz. Ja. Das ist eine sehr schlechte Idee. Kollision hat ja drüben nichts. Doch. Bis auf die Bäume, also bis auf die Bäume. Also. Ja, hat es ja so schön erklärt. Richtig. Naja gut, meine lieben Freunde, aber wir sind für den Part auch wieder durch und ja, sehen uns dann quasi im nächsten Part wieder. Bewertet das Video auf jeden Fall positiv mit dem Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.